Gutes Fußballwetter haben wir ja hier. Sie sehen es. Willkommen zu dieser Partie heute Abend. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Heute haben wir eine hochinteressante Partie im Angebot. Ich glaube, das wird spannend. Das wird interessant. Das ist ein Spiel, das sich kein Fußballfan entgehen lassen sollte. Also, wenn die beiden aufeinandertreffen, dann wird es interessant. Auch für die neutralen Beobachter. Alle fiebern hier mit, alle freuen sich. Es kann gerne losgehen. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Und das gibt Eckball. Super, wie er sich durchsetzt. Ball wird hier erstmal geblockt. Wir sehen die Aufstellung der Mad Lads. Marc-André ter Stegen im Tor. Hidetoshi Nakata steht mit Aurélien Tchouaméni im Mittelfeld. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Das ist jetzt eine Chance. Da haben sie natürlich keine Probleme. Das war eine Riesenchance. Da müssen sie mehr draus machen. Die Ecke kommt rein. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Da kommt der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Die Ecke kommt. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Ter Stegen passt hier gut auf. Eck in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Gute Freistoßposition, das ist eine gute Chance. Gehalten. Ball kam aufs Tor, aber wirklich präzise, wirklich hart war er nicht. Jisung Park. Und er gewinnt den Zweikampf. Hat jetzt Anspielstation. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Herrlicher Pass von Ibrahimovic. Guter Einsatz, da ist er da. Da kommt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr.
Er kann sich durchsetzen. Direkt in die Arme, der Ball natürlich kein Problem für Ter Stegen. Nun Ibrahimovic. Er zieht vorbei. Stark gemacht, das könnte was werden. Ter Stegen ist da, macht diese Riesenchance zunichte. Was für eine Parade. Ecke kommt. Nein, keine gute Befreiung hier. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Park. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Jetzt können sie über außen kommen. Ja, setzt sich schön durch. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Kein Problem, ganz sicher. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Jetzt der Eckball. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Macht er ihn! Ein guter Block hier. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Jetzt können sie kontern. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Er versucht's. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Ja, er verliert den Ball. Pack. Çalhanoğlu. Ibrahimovic hat den Ball. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Er trifft und damit steht heute für ihn ein Doppelpack zu Buche.
Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Morientes, Pelé am Ball. Gutes Tackling. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Zlatan Ibrahimovic. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Da hören wir den Pausenpfiff, der erste Durchgang ist vorbei. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Kurze Flanke jetzt. Ball abgefangen, das ist natürlich kein Problem. Morientes. Guter Einsatz, er hat den Ball. Langsam wird es gefährlich, schönes Dribbling. Riesenchance, das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Nummer 3, klasse Leistung. Der macht ein überragendes Spiel. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus. Am Spielfeldrand, das ist ja Frust pur. Aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Und da zeigt nicht gut gemacht und er weiß es selbst. So, Gucci, war das rot? Denn das ist ja eigentlich schon eine Notbremse, oder? Das wird Diskussionen geben, Wolf, sehe ich auch so. Schiedsrichterin gibt gelb, gibt nur gelb, ja, ja. Das kann hier nicht jeder nachvollziehen und für mich war das auch eher rot.
Oh, jetzt werden sie wechseln. Da ist die Chance. Kein guter Freistoß, der geht direkt in die Mauer. Super, wie sie da Druck machen. Da ist der Ballbesitz. Vielleicht die Chance jetzt. Ter Stegen, klasse Parade. Ecke kommt. Kein Problem. Der Torwart ist da beim Eckball. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Und das ist schon klasse, wie sie aus dieser Überlegenheit immer wieder zu guten Chancen kommen. Aber jetzt schauen wir erstmal hier genau hin. Erster Einsatz, erstes Tor. Er zeigt, er kann der Mannschaft helfen. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust da. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Ja, das Spiel ist gelaufen. Nächstes Tor. Sie sind ganz einfach überlegen. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für Sie. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis, ja, gar nichts. Wieder ein Treffer. 5-0. Das spricht eine deutliche Sprache. Das macht er sehr gut. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Wichtig! Er holt den Ball. Schiedsrichterin gibt den Eckball. Ecke kommt ins Zentrum. Sie klären, Ball im Aus, gibt Ecke. Ecke kommt in den 16er. Ah, halbherzig, das ist nach wie vor gefährlich. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden.
Gute Chance. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Für eine Chance. Erstes Spiel, erstes Tor. Was für ein Start, was für ein Debüt. Super Tor. Setzt sich durch, geht frei aufs Tor und macht auch hier alles richtig. Sechs Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache. Das Foul hier gegen Ibrahimovic gibt aber den Vorteil. Gutes Timing, gute Grätsche, er holt sich den Ball. Oh, viel Platz jetzt. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Schön durchgesetzt. Riesenchance. Gleich der Doppelpack im ersten Spiel. Dass es so gut läuft, das hätte kaum einer vermutet. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Da haben sie am Ende keine große Mühe mehr. Dominante Vorstellung heute, sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Morientes am Ball Park. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Da wäre Platz für einen Konter. Macht er ihn. Echte Gefahr kommt da nicht auf, weil er natürlich zur Stelle ist. Jetzt der Eckball. Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Ecke kommt. Ah, den muss er besser klären. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Sie üben schon früh Druck aus. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Herrlicher Pass von Ibrahimovic. Was?
Was für ein Schuss, aber kein Glück. Ball geht knapp über die Latte. So, Wechsel. Zwei neue Leute kommen. In campo con il numero 14 Fredrik Ljungberg e con il numero 16 Kevin De Bruyne. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Da ist der Ball weg. Ah, guter Steilpass hier. Tor Nummer 3. Damit hat er den Dreierpack im ersten Spiel. Da kommt das Tor nochmal. Und da sehen wir es. Er ist unaufhaltsam heute. Dreierpack, Tor Nummer 3. Alle machtlos. Ja, Zuversicht sieht anders aus. Seine Miene passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis ja, gar nichts. So viel können wir zu diesem Zeitpunkt wohl festhalten. Die Partie ist so gut wie gelaufen. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Die Fans wollen den Abschluss. Stark gehalten von Ter Stegen. Und den, glaubst du mir, Wolf, den haben viele schon drin gesehen. Jetzt die Ecke. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Hakan Çalhanoğlu. Ganz stark abgeblockt. El Seyit Hüsey. Die Schiedsrichterin gibt den Freistoß. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Gefährlich jetzt. Gehalten. Macht er gut. Der Ball kommt rein. Oh, misslungene Befreiung hier. Caldara. Geht er rein? Schön, wie er diesen Ball ablockt. Er macht hier den Doppelpack. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja sein Debüt. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, aus der Distanz muss er den eigentlich auch machen. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können, irgendwie. Da ist die Chance. In höchster Not bringen sie da den Ball doch noch weg. Oh, das könnte was werden. Tolle Chance, aber kein Tor. Da fehlt dann so ein bisschen auch das Glück. Jetzt vielleicht. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber.
Klarer Sieg also am Ende. Spannung, naja, das sieht dann doch anders aus. Das war eine echte Demonstration.